Prima, das mit dem Kutku ging doch relativ gut. Im Berner will jemand mit mir reden. Ist das eine Dörflerbitte gewesen, oder wie? Das kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Und damit haben wir die Queststufe 5 komplett abgeschlossen. Sehr, sehr schön. Oh Mann, damit geht's langsam aufs Ende zu. Ich gehe mal zurück nach Berner. Ach, das kann auch einfach bloß der Typ sein oder die Katzmaradenalm. Stimmt ja. Das sind ja auch so beide Sachen. Wer von euch ist es? Du bist es nicht, dann ist es die Katzmaradenalm. Okay. Ich meine, ich muss es halt machen, dass das Symbol wieder weggeht. Ach nee, halt, das war ja die neuen Karten, genau. Das heißt, das wird wahrscheinlich Neko sein. Ja, gar nicht so sehr. Mitteilen zu können, dass der Händler neue Funktionen anbietet. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, sprich mit Neko. Werde ich tun. Na, Neko? Haha, Jäger, Überraschung. Neko können jetzt mit zwei Karten handeln. Wenn die Objekte vermehren, kannst du jetzt zwei Kameraden beim Händler auswählen. Ureshi Deshu, glücklich? Je mehr Kameraden, je mehr Zielorte. Je mehr Objekte du erhältst, miau. Und ein neues Pugi-Outfit. Okay. Schön. Sehr, sehr schön. Mit zwei Karren gleichzeitig. Ich meine, benutze die Karren gerade eben eh nicht, weil ich eh noch keine Katzen habe. Ich habe mich mit dem ganzen Zeug noch nicht beschäftigt. Aber werde ich bald. Ich meine, auch die Miauste-Jäger müsste ich halt dringend mal losschicken. Das ist halt auch so eine Sache. Ich meine, ich habe es jetzt zum Glück endlich mal geschafft, meiner Katze ein bisschen neues Outfit zu geben. Jetzt auch mal ein bisschen was kann. Das ist aber bisher schon das Einzige. So, Modus wechseln, ja. Und jetzt Pirscher wählen, du theoretisch nicht mehr. Nein, was? Ja. Kameraden wählen, hier. Genau, wunderbar. So, weg. Wir packen jetzt nochmal das Zeug weg und dann machen wir den Glavenus. Oh Mann. Für den Glavenus werde ich aber die Flutschaft benutzen. Das ist jetzt eine große Frage. Er hat eine Wasserschwäche. 110, 110. Affinität haben sie beide nicht. Grüne Schärfe haben sie ungefähr gleich viel. Die Wirbelklinge werde fast schon mehr. Er steht jetzt halt bloß 16 gegen 28. Hm. Ach halt. Die Fleischwolf. Aber, ja, ich weiß es nicht. Wie ist das bei dem Monster? Ich glaube, bloß die Beine anzugreifen ist ein bisschen blöd. Ich gehe da, glaube ich, lieber mit dem Langschwert rein. Das ist bloß echt die große Frage. Er hat eine extrem große Wasserschwäche. Gleicht das dann aus mit einem Gift? Schwierig zu sagen. Was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Gift oder Wasser? Da halt die Dings, die, wie gesagt, da die Werde so stark ist vom Gift her, das ist echt eine gute Frage. Nehme ich das Wasser? Oder halt das Gift? Ich glaube, ich tendiere fast schon zum Gift. Ich weiß halt nicht, wie schwach er gegen Gift ist. Ich glaube, die Waffe ist fast schon besser. Ich meine, die 7 Verteidigungen werden nicht viel reißen. Doppelklingen, wie gesagt, will ich nicht unbedingt bei ihm machen, weil ich da nicht weiß, wie er funktioniert, ob man ihn dann gut angreifen kann und so. Ja, komm. Ich mache die Giftwaffe. Es ist vielleicht ein Fehler. Vielleicht ist er auch sehr stark gegen Gift. Das werden wir dann aber gleich sehen. Aber wir... Ja, keine Ahnung. Wir haben dann halt die Waffe. Vom Schaden her sollte sie höher sein, je nachdem wie halt auch Gift berechnet wird, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Fangen, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wobei, wir haben eigentlich zumindest gewollt, haben wir die meisten Viecher gefangen. Also, ja, wie gesagt, wir haben sie fangen wollen, die meisten davon. Kann eigentlich auch nicht schaden. Bei den meisten wollten wir noch was zerstören und sie dann fangen, aber es hat dann leider nicht funktioniert. Nullbären kann ich nochmal ein paar wegpacken. Er macht Feuer. Das ist da auch nicht so schlimm. Das kann man einfach wegrollen. Außerdem bekommen wir eh welche gestellt. Gut. Sollte es eigentlich soweit gewesen sein. Er kommt ja eh in... Wieso ist denn jetzt schon wieder ein Punkt in Berner? Was ist das denn jetzt? Also wahrscheinlich, weil ich jetzt den Pirscher gewechselt habe, kommt jetzt der Katzmaradenschein. Oder? Nee, du willst was von mir. Okay.
Jagdtechnik, okay. Was für eine ist es wohl? Jagdtechniken? Keine beim Langschwert, okay. Schade drum. Da so eine Ladung 2 oder sowas zu haben, wäre natürlich auch cool. Was super wäre, wäre der Wolfsrachen. Wolfsrachen 2, aber... Es wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, weil das wäre ein bisschen übertrieben, wenn der so schnell käme. So. Machen wir uns auf die große Jagd nach dem Glavinus. Den Glavinus Schweif abtrennen. Okay, das wäre die Quest für die... also die Nebenquest für die Quest. Schade. Das Frühlingsomelette haben wir leider nicht. Auch wie wieder nichts Frisches, ne? Also halt wieder nichts, was ich gebrauchen könnte. Nee, überhaupt nichts, was ich gebrauchen könnte. Ach, Mann. Ein Temperament, super. Das heißt, selbst wenn ich die zweite Fähigkeit bekomme, bringt sie mir nichts. Oh, Mann. Das ist halt immer, wenn der Spieler dann so... mit solchen Sachen auf so eine Quest schickt. Oh, wenigstens. Das heißt, wir haben bloß ein bisschen Ausdauer verloren. Achso, halt, wir haben sie ja schon. Wir haben nur ein bisschen Ausdauer verloren, die können wir aber dazu essen. Noch spawnen wir ja im Basiscamp. Und dann gehen wir los. Der teuflische Glavinus ist wieder zurück im Jura-Grenzland. Wir haben hohe Verluste unter den Vykalmie-Forschern zu beklagen. Eine Zeit für mehr Erklärung. Jemand muss was tun. Ich zähle auf dich. Also keine Zeit für mehr Erklärung. Okay. Oh wow, ein sehr cooler Kampf, gerade eben zwischen den beiden. Und ich weiß nicht, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es so gesund für seine Zähne ist, wenn er einfach damit seine Klinge schleift. Aber gut, das am Ende war süß, wo er dann das Gras geschnitten hat. Oh Mann, okay. Glavinus, kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Psychoserum, gleich nochmal, da können wir gleich eins nehmen, wenn er uns schon zwei gibt. So, zack. Es sind zwei, okay, da hätte ich ihn tatsächlich sogar nicht mal vermutet. Ich wäre wahrscheinlich über zwei dann gelaufen, in Richtung 4 oder 7. Aber jetzt direkt mit zwei hätte ich ihn echt nicht vermutet. Na gut. Legen wir los mit dem letzten der Top 4. Glavinus. Oh Mann, hi du, na, auch ein sehr cooles Vieh. Geht ja mehr vom Körperbau in Richtung eines Devilio. Oh, okay. Ey, wieso hat mich das getroffen? Du hast bloß deinen Schweif gewebelt. Und der wird halt, er ist vom Körperbau wie ein Devilio, wird aber sich wahrscheinlich verhalten wie ein Duramboros, also sehr schweiflastig. Wobei, jetzt sehe ich schon, dass er nicht unbedingt zurück angreift, sondern er... Oh, wow. Sondern er geht halt eher... Er benutzt es wie ein Schwert tatsächlich. Und das ist so der große Unterschied, was ihn auch wieder extrem besonders macht. Okay, ein Salt. Wow, das war cool. Das sind allgemein sehr coole Sachen, was hier so passieren. Ich bin vielleicht ganz froh, dass ich die Dings genommen habe. Oh, Mann. Ich komme gar nicht an seinen Schweif. Das ist das Problem. Au. Tja, das macht wenigstens keinen Feuerschaden dann immer. Ah, das wird noch interessant. Dann kann ich ihn halt angreifen. Ich weiß noch nicht, wie das ist. Kann ich ihn nur angreifen, wenn er glüht? Also so ein bisschen wie bei Magnaktor. Dass er halt, solange er heiß ist, kann man ihn angreifen. Ansonsten ist er zu hart.
Da wollte ich durchlaufen. Wenn es so auf den Boden rutscht, dann macht er halt Feuerschaden. Okay. Oh Gott. Okay, dann kann er sogar schießen. Oh, wow. Und der hat eine verdammt hohe Reichweite. Toll. Verdammt hohe. Achso, ja, das wollte ich ja noch machen. Ich gehe mal kurz. Das war gar nicht so toll. Der hat ein paar krasse Kombos auf uns rausgehauen. Ich muss erstmal mit dem klarkommen, muss ich sagen. So. Dann, wie gesagt, definitiv mal den Farbball. Was tust du? Feuerball? Oder was? Was war das? Hä? Okay, jetzt ist irgendwie seine Kehle ein bisschen feurig. Feurig rot. Das habe ich aber nicht ganz verstanden, was das jetzt gebracht hat. Ist er jetzt aggro oder keine Ahnung? Dass er das so kann, das ist so gemein. Das geht so blöd seitlich, wo ich meistens stehe. Der explodiert einfach alles. Sollte vielleicht eher versuchen. Ach, jetzt macht er mit jedem seiner Dings. Seiner Kopfangriffe auch Feuer. Oh, und jetzt ist aggro. Das ist das größte Problem. Das war halt gerade eben noch nicht mal. Oh Gott. Ah, es bleibt so. Oh, okay, es bleibt und explodiert dann, ja. Ist gemein. Ich komme gerade so an seinen Schweif, aber halt bloß sehr knapp. Boom. Schade, dass es ihm keinen Schaden macht. Das wäre natürlich super, wenn ich damit jedes Mal ein bisschen selber schaden würde. Also es geht schon. Vielleicht ist es auch blöd, einfach so zu versuchen, auf seinen Schweif zu gehen. Aber er trifft halt schon... Oh Gott, okay, jetzt kann er es auch noch comboen. Das ist uncool. Vielleicht ist es blöd, beim ersten Versuch auf so ein Monster dann gleich schon zu versuchen, seinen Dings zu treffen. Also seine Körperteile zu zerstören. Das Vieh ist gemein, definitiv. Ziemlich gemein. Okay, da kann er so ein bisschen was werfen. Da kommt er gleich nochmal, ja. Oh Gott. Und gleich nochmal die Kombo, ja. Da kann man ihn dann im Körper gut angreifen, aber halt der Schweif ist extrem gefährlich. Ah, da zieht er ab, aber die erste Runde, würde ich sagen, ging definitiv an ihn. Das war nicht ganz so stark. Mal kurz eine Ration futtern. Oh Mann. Ah, der haut definitiv rein. Da haben wir auch nicht wirklich viel Schläge reinbekommen. Kann ich jetzt bloß hoffen, dass er nicht so viel aushält. Ich hätte seinen Schweif immer noch ganz gerne, muss ich einfach sagen. Nur, ja, es wird schwierig. Auch die krassen Kombos kann man halt nicht raushauen. Vielleicht wären da die Doppelklingen doch besser gewesen. Ich meine, damit wäre ich gar nicht mal in seinen Schweif gekommen. Aber halt die Beine können wir damit gut behandeln. Das war jetzt natürlich richtig blöd, dass das so getroffen hat. Das war echt unnötig. Na, also, jetzt können wir doch hier mal ein bisschen an den Schweif gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel dann vom Schweif abgetrennt wird. Also, so viel kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Da sabbert er. Okay. Das heißt, so viel Ausdauer hat er nicht. Ist auch ganz gut bei so einem Monster, was so loslegt. Können wir eigentlich mal den LAN-Modus aktivieren, jetzt wo er eh nicht so stark ist. Können wir ein bisschen angreifen, das ist halt das. Und da mal ein bisschen mehr Schaden raushauen dann. Weil ich denke, daran könnte es dann irgendwann scheitern. Okay, was ist... Achso, er schärft gerade eben. Oder er heizt ihn gerade eben auf. Das ist ja... Nee, tut er nicht. Ich dachte, dann heizt er ihn nochmal auf, wenn er das so macht. Immer wieder kleine Schläge drauf. Aber ob das reicht... Ach, schade. Na, okay, doch. Weil bestimmt kann man auch seine Hörner oder so zerstören. Könnte ich mir auch vorstellen. Da ist er jetzt wieder aggro. Oh je. Vielleicht ist es hier auf dem freien Feld ein bisschen einfacher. Ich rechne immer nie damit, dass es da so eine erweiterte Explosion dann gibt. Ja, wenn man da nicht gescheit steht, dann funktioniert das auch nicht so. Das ist halt das. Man entweicht zwar dem Schweif aus, das macht dann irgendwie noch mehr Schaden. Dann halt gleich immer sofort Doppelfeuer. Das ist schon gemein. Also wenn man keine gute Feuerrüstung hat, dann ist es ja auch schwieriger. Okay. Oh, wow. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Das Vieh kann definitiv reinhauen. Was kommt da jetzt? Macht aber nicht ganz im Kreis. Also wenn er aggro ist, ist es definitiv nicht mit dem zu spaßen. Hechten ist da blöd. Da muss ich wegrollen.
Weil der zweite kommt sofort hinterher in meine Richtung. Wie gesagt, vielleicht ist es echt ein bisschen blöd, auf den Schweif zu gehen. Na egal. Da kann ich weghechten, auch wenn das nicht so wichtig wäre. Was gibt denn das jetzt? Bloß ein... Achso, nee, jetzt hat er bloß wieder Feuer im Maul. Ach. So viel Feuer immer und man muss halt immer wegrollen. Ach. Okay, was tust du denn? Wieso schreist du die ganze Zeit? Wenn ich mich vielleicht nicht auf seinen Schweif konzentrieren würde, dann wäre es vielleicht ein bisschen leichter. Und so ist es natürlich ein bisschen knifflig. Nein, bloß den einen getroffen. Ach, Mann. Das war ein Millimeter. Echt schade. Ja gut, ich meine, jetzt habe ich mal rotes Elan. Das sollte jetzt auch ganz gut Schaden machen. Okay. Und solange nicht aggro ist, kommt ja bloß der eine. Schönerweise. Mal kurz nachschärfen. Solange wir auch noch die Mini-Wettsteine haben, geht das ja ganz gut. So. Wenn er nicht im Aggro-Modus ist, wie gesagt, geht das eigentlich echt gut. Kann man mit leben. Nur dann, wenn es halt zwei sind, muss man extrem aufpassen, wo man halt steht. Mit einer Rolle sollte das ja dann eigentlich auch ganz gut funktionieren. Dann muss ich auch noch rechnen. Also er kann halt sehr viele Rundumangriffe, was ihn sehr stark macht. Was auch die anderen sehr schwach gemacht hat. Dass man halt eigentlich immer am Schweif stehen konnte und ziemlich sicher war. Da ist er halt ein bisschen anders. Kann auch so seitlich werfen. Das ist angebrochen. Aber noch nicht abgetrennt. Das ist ja ähnlich wie beim Mizutsune und so. Kann man es ja auch, oder muss man es ja auch zuerst anbrechen. Was ich auch verdammt gemein finde. Dass es da solche Körperteile gibt, die man zuerst anbrechen muss. Weil dadurch muss man sich halt noch länger drauf konzentrieren. Ja, aber der, wie gesagt, der erste Modus ist schon mal... Oder der erste Schlag ist schon mal getan gegen den Schweif. Was war denn das jetzt? Achso, ist es das so? Okay. Wenn das nicht in meine Richtung geht, dann ist es auch angenehmer. Okay, mit einer gescheiten Rolle, aber man muss es halt auch erstmal wissen, was er wann tut. Und mal hinfallen würde, das wäre super. Na gut. Das fängt da auch unterm Schweif an, sogar ein bisschen davor, dass man ja da nicht... Ich dachte gerade, er würde schon humpeln. Das sah bloß so aus. Okay, definitiv der fieseste von den vier bisher. Aber bloß, weil er halt sehr viele Möglichkeiten hat, anzugreifen. Ja, was tust du? Wie gesagt, ich hätte bestimmt auch schon mehr Schaden machen können, wenn ich einfach bloß seine Beine angegriffen hätte. Aber ich würde halt wirklich ganz gerne den Schweif haben. So viele, so schnelle Angriffe, das ist es halt. Schnell und mit viel Fläche. Du hast den Baum kaputt gemacht. Was fällt dir ein? Lass das gefälligst. Und hör auf die ganze Zeit auch bloß hin und her zu laufen. Ich hasse das, wenn Monster das machen. Fix dich hier halt nochmal ein bisschen die Brust. Ich hoffe einfach mal, dass er auch irgendwann umfällt. Dass es einfach die ganze Zeit so macht. Das war verdammt knapp. Wow. Und man kann unter ihm stehen und es passiert einem dort nichts. Auch eine Sache, die man lernen muss. Okay, an der Schweifspitze komme ich nicht durch. Wahrscheinlich macht man auch bloß die Schweifspitze kaputt. Das kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen. Es sieht irgendwie, wenn er losläuft, sieht es immer so aus, als würde er humpeln. Wieso geht er jetzt schon wieder? Was ist dein Problem, Glavenus? Ah, jetzt frisst er was, okay. Oh Gott! Dass er ihn einfach plattgewalzt hat. Jetzt zappelt doch nicht so rum. Oh, Joy, sehr schön. Das gefällt mir. Komm schon, dein Schweif müsste doch eigentlich bald mal kaputt sein. Das gibt's doch gar nicht. Na, gefressen hat er. Wir haben ihn leider nicht aus dem Fressen rausgebracht. Gut, Schaden auf den Schweif sollten wir gemacht haben. Aber wie gesagt, irgendwie will er nicht so wirklich. Das hat auch echt noch getroffen? Nein! Ach, ich hasse sowas. Ah, wenn Monster dann halt einen weghauen und dann in die Falle reingehen. Das ist so ätzend immer. Ja, jetzt habe ich halt keinen Schaden machen können dabei. Ach, echt schade. Okay. Das kann er so im Laufen machen. Der zweite kommt nicht. Na gut. Was gab denn das jetzt? Ach, wieder das Rennen. Ah, davon hat er mich noch nie so wirklich erfasst. Was vielleicht auch ganz gut ist. Der Schweif hält echt einfach viel zu viel aus.
Wie gesagt, wenn ich mich da halt die ganze Zeit auf den Schweif konzentriere, mache ich halt ihm auch nicht wirklich viel Schaden. Es war vielleicht echt ein Fehler, das so zu machen. Ja, 10 Minuten sind schon um. Hm. Also wenn man ihn mal so ein bisschen kennt, geht er ja. Das ist halt echt ein Problem, wenn man seinen Schweif zerstören will. War echt, wie gesagt, vielleicht nicht die beste Idee. Da mal so ein bisschen durchhauen, wenigstens für ein bisschen Schaden. Liegt er? Nö. Aber wie gesagt, das tut er halt auch nicht. Er liegt halt irgendwie nie. Okay. Da mal kurz wetzen. Sehr schön. Ah, du kommst wieder ran. Ja. Jetzt wird die Schweifspitze, sollte ich aber eigentlich trotzdem Schaden machen. Oder muss ich ihn vielleicht wirklich komplett an der Schweifspitze treffen? Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Das alles ist ja sein Schweif. Also das wäre ein bisschen zu präzise für meinen Geschmack. So ist es ja normalerweise auch nicht. Wieso ist er denn jetzt so gepanzert, hä? Das verstehe ich gerade nicht ganz. Was war das denn jetzt? Oh Gott, da bloß weg. Oh, bitte nicht der Doppelwirbel. Es war klar, dass der irgendwie kommt. Den macht er immer so danach. Oh, ja, wie gemein ist das denn, dass es auch noch verwirren kann. Wow, ja. Jetzt bin ich, glaube ich, sogar tot. Nein, 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 wow. Nicht jetzt hechten. Oh, ich wollte nicht hechten. Das war verdammt knapp. Puh. Oh Gott, nein. Oh, meine Güte. Das größte Problem ist halt, wenn er einmal hat, dann ist er halt richtig gefährlich. Wenn man mal so ein bisschen schärfen muss oder so, oder heilen muss. Ich habe gerade einfach viel zu wenig Ausdauer, das ist das Problem. Meine Güte. Selten Monster, wo man dann wirklich so um die Ausdauer kämpfen muss. Aber es ist halt wirklich, wie gesagt, wenn, ja, wenn er einen da mal wirklich richtig hat. Aber ich sehe weniger Probleme, ihn einfach so zu bekämpfen. Aber seinen Schweif zu bekommen, pff. Ich müsste halt mal auf ihn draufspringen, aber es gibt so selten Momente, wo das wirklich richtig gut funktioniert. Ja, das richtig gut funktioniert. Und auch meine Fähigkeiten bringen mir halt gerade überhaupt nichts. Das ist halt, das ist gerade das größte Problem, dass ich versuche, seinen Schweif zu zerstören. Das war sein Kopf. Wieso habe ich denn jetzt seinen Kopf zerstört? Ich habe 5 Angriffe auf seinen Kopf vielleicht gemacht. Hä? Ach, Mann. Ich hasse das, wenn es so überhaupt nicht läuft. Wie gesagt, einfach seinen Kopf schon kaputt. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee, leider nichts. Auf ihn draufzuspringen wäre natürlich ganz cool. Ja. Ob er den Doppelten oder den Einfachen macht, ist auch schwierig zu sagen. Davon lasse ich mich halt jedes Mal treffen. Ach Mann, ich hätte halt echt gern den Schweif gehabt, aber wenn es so schwierig ist, der macht es halt ohne Pause direkt hinterher. Das heißt, wenn er mal liegt in der Schweif, dann kann man ihn angreifen. So, dann geht das. Ich komme halt trotzdem nicht ran. Ja, man muss näher stehen, um da durchzukommen. Ach. Ich sag, der wäre bestimmt schon lang tot. Wie gesagt, ich müsste halt auf ihn drauf springen. Meine Güte. Nur, das ist halt wieder so eine Sache. Das war knapp. Der bleibt halt auch nie wirklich lange weg. Ach, er liegt mal endlich. Wow. Dankeschön. Oh krass, man macht echt die komplette Spitze kaputt. So, wo ist das Shiny? Dort. Jetzt können wir doch mal angreifen. Na gut, der Schweif... Flammenbursa, sehr schön. Der Schweif sah doch irgendwie länger aus. Ah, die Spitze aus ist so ein bisschen hohl. Klar, wie eine Schweif. Meine Güte, aber dass man den halt anbrechen muss und dann noch zerstören, das finde ich schon ein bisschen krass. Boah, die Quest geht jetzt auch schon 15 Minuten. Ich glaube, eine der ersten Quests, die so lange geht. Aber jetzt sollten wir echt ein bisschen mehr Schaden machen können. Weil ich jetzt halt echt endlich nicht mehr... Wir haben jetzt sowohl den Kopf als auch die Dings... Wobei ich echt nicht verstehe, wie wir den Kopf zerstört haben. Vielleicht mit den Katzen? Vielleicht haben die da was gerissen. Ansonsten würde ich es echt nicht verstehen. Mal kurz die Elanenladung. Ja, es war schön, dass es in die falsche Richtung ging. Sakura-Hieb ist auch der erste, den wir jetzt ausführen. Was auch viel zu lange gedauert hat. Nee, ist der zweite, stimmt. Den ersten haben wir schon versucht, aber hat nicht so wirklich funktioniert.
So, du bist Agro, aber ich kann jetzt, wie gesagt, auch richtig reinhauen. Na, also. Da doch gleich mal ein paar Kombos. Unter ihm zu stehen ist halt auch eine relativ gute Sache. Nur, du kommst halt, da humpelt er auch schon. Na, großartig. Toll. Gut, wir haben ihn größtenteils besiegt, indem wir auf den Schweif gegangen sind. Das heißt, ohne den Schweif zu zerstören, wäre auch relativ einfach gewesen. Aber so war er schon heftig. Vor allem, er hat seinen Schweif halt richtig gut bewacht. So kann man sagen. Das ist halt das Schwierige, den Schweif vom Monster zu zerstören, das gut mit ihm umgeht. Zum Beispiel Duramboros ist auch schwierig. Allgemein solche Monster sind halt schwierig mit dem Schweif. Der Devil-Yo ist auch nicht ganz so einfach beim Schweif zu zerstören, weil sie halt meistens so weit oben hängen. Das ist halt auch das. So gerade Mizutsune oder sowas kann man halt jederzeit im Schweif angreifen, den halt nicht so. Hätte man ein bisschen was anders machen können, vielleicht eine Schockfalle einfach so rein. Achso, ja, genau, stimmt, Schockfalle. Hätte ich beinahe vergessen. Wir wollen ihn ja fangen. Wir können ihn ja jetzt fangen. Hi. Ja, oh Gott, war das knapp. Es geht immer so ein bisschen seitlich. Kann man Glück haben und nicht getroffen werden. Ist aber eher selten. Okay, der Doppelwirbel ist halt echt krass. Es ist halt richtig cool, weil das Monster sehr, sehr aufdreht. Das gefällt mir. Wunderbar. Und jetzt halt erstmal ein Schläfchen. Oh, meine Güte. Endlich gibt er mal eine Ruhe. So, Glavenus haben wir erledigt. Fieses Vieh. Ich denke, dass der separat von den Dings, von den anderen drei kommt, ist keine schlechte Sache, weil er wirklich, wie gesagt, sehr aufdreht. Richtig cooles Monster, definitiv. Hat mir sehr gefallen. Ist wie alle der Top, wie jeder der Top 4. Halt sehr besonders. Man kennt vielleicht irgendwo so ein bisschen die Monsterart, aber er macht sie halt nochmal komplett neu, komplett anders. Und ja, war einfach auch eine sehr schöne Jagd, eine sehr schöne Quest. Ein bisschen knifflig, weil ich auf den Schweif unbedingt wollte. Das geht natürlich mit anderen Jagdfähigkeiten bzw. Waffen deutlich einfacher, ganz klar. Ich hätte auch versuchen können, ihn einfach ein-, zweimal auf den Boden zu legen. Nur, ja, jeder, der so ein bisschen die Let's Plays gesehen hat, beziehungsweise sich ein bisschen in Gen auskennt, weiß ja, dass es nicht ganz so einfach ist, ihn auf den Boden zu legen. Das heißt, die beste Methode war es da eigentlich wirklich schon, so immer ein bisschen drauf zu hauen. Und schlussendlich hat es ja dann auch funktioniert. Kurz vor seinem Tod, theoretisch. Wir konnten dann ja eigentlich eine kräftige Combo raushauen. Aber ich würde mal sagen, man hat gesehen, sobald der Schweif tot war, gut, er stand dann auch in einer schönen Ecke, aber trotzdem, dann haben wir Combo rausgehauen, Elan-Modus, Sakura-Hieb, dann nochmal gleich die Combo und sowas. Also dort haben wir ihn halt innerhalb von wenigen Sekunden auch richtig gut Schaden reingehauen. Und ich denke einfach mal, dass man das auch ganz gut machen kann, vor allem wenn man sich ein bisschen mehr mit ihm auskennt. So, schnappen wir uns mal das ganze Zeug, auch die Flammenbursa, die brauchen wir auch für irgendwas. Okay, Schweifstück. Teilstück des Schweifs eines Glavenus, selbst in dieser Form stärker als viele Schwerter. Okay. Hört sich doch gut an. Panzer, Schuppe, Pyropanzer. Auch nochmal was anderes. Ein Schweif? Ach, okay, es gibt Schweifstücke und einen Schweif. Aha. Ähnelt züngelnden Flammen. Dieser Panzer hat eine hohe Hitzeresistenz. Das hört sich doch gar nicht schlecht an. Panzer, ja, eine Schuppe und ein Panzer. Schön, schön. Okay. Weiß, wieso immer? Wieso immer? Okay, gut. Er war eine Silberkrone in der Größe. Das macht viele Sachen einfacher, weil wenn ich jetzt vom Normalen ausgehe, kann man ihn sehr viel häufiger am Schweif treffen. Okay, gut, da habe ich jetzt, ja, Pech gehabt, so kann man sagen. Ich würde mal sagen, da habe ich Pech gehabt, weil ich einfach einen riesengroßen Glavenus von Anfang an bekommen habe. Aber okay, passt mir. Der Glinkarte wurde ein neuer Titel hinzugefügt. Sehr schön. Auf den Fersen wurde Galerie hinzugefügt. Und Regenbogen wurden im Bereich Rüstungsfarbton ändern. Oh krass, dass man Regenbogen so leicht bekommt hier in dem Teil. Witzig.
Okay, damit sind wir bei den Credits? Das war der Endboss des Singleplayers von Monster Hunter Generations? Nicht nur, dass es überhaupt keine, keinen Aufbau dafür gab, dass das ein Endboss war. Es hat sich auch nicht wie einer angefühlt. Vergleicht mal bitte den Aufbau des Endbosses von Monster Hunter 4 Ultimate mit dem Aufbau des Endbosses von Gen jetzt. Sieht man da kleine Unterschiede? Ich meine, das Lied am Ende war süß, definitiv. Das war eine coole Sache. Vor allem halt die Hintergründe waren immer sehr cool. Ich bin echt nicht davon ausgegangen, dass der Glavenus der Endboss ist. Was zur Hölle? Ich meine, ja, normalerweise ist es ja so, dass der sechste Jahrgang oder halt der letzte im Offline meistens so bloß besondere Sachen sind. Also manchmal. Aber trotzdem, hä? Das ist doch kein Endboss gewesen. Und wieso ist es immer so, dass sie im Abspann einfach immer spoilern müssen? Das verstehe ich auch immer nicht ganz so. Da wurden einige Monster gezeigt, die ich so noch nicht bekämpft habe. Wieso ist es immer so, ey, keiner hat Bock auf den Offline-Modus, das spielen sie erst bestimmt, wenn sie, ja, keine Ahnung, wenn sie keine Lust mehr haben auf Online oder so, schauen sie sich mal den Offline-Modus an. Das ist halt so, ich meine, es ist ja jetzt nicht schlimm, dass man so drei Monster gezeigt hat oder so irgendwas, die man jetzt noch nicht kennt. Aber ja, ich finde es halt schon merkwürdig, dass Capcom dann wirklich davon ausgeht, so, es interessiert die Leute nicht, den Offline-Modus zu spielen. Deswegen kommen wir da auch alle Monster, oder deswegen nehmen wir einfach die Monsterliste, die es im Online-Modus gibt und nicht die im Offline. Weil man könnte ja noch ein paar andere, Garuga zum Beispiel, hätte man einfach reinbringen können, statt dem Camellios und dem Lavasiot oder so irgendwas. Das sind halt solche Sachen. Ich meine, ganz neue Monster wurden jetzt nicht gezeigt. Gibt ja auch nicht so viele ganz neue Monster, aber trotzdem. Aber ja, okay. Es ist interessant. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich halt überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass Glavenus jetzt der Endboss von der ganzen Sache ist. Wieso denn auch? Wie gesagt, es wurde ja überhaupt nicht aufgebaut. Es gibt keine Story in Gen. Und das ist halt wirklich von 4 Ultimate extrem guter Story zu Null Story, finde ich ein bisschen schade, weil man hätte es echt ein bisschen aufbauschen können, das Ganze, und es dann ein bisschen interessanter machen. Aber gut, vor allem halt irgendwie sagen so, ah ja, jetzt kommt die große Schlacht gegen den Glavenus oder so irgendwas. Dann hast du die ganzen von den Monstern erledigt. Aber es war halt wirklich so bloß so, ey ja, Glavenus ist wieder aufgetaucht, kannst du ihn erledigen? So wie jede andere Quest. Aber gut. Wir haben ihn erledigt. Wir haben Gen in Anführungszeichen durchgespielt. Okay, und ja, meine Kritik hat man vielleicht gerade eben schon so ein bisschen rausgehört. Es ist ein sehr cooles Spiel. Es hat sehr viele Sachen anders gemacht. Richtiger würde ich es gar nicht sagen. Anders ist da, glaube ich, ein sehr gutes Wort, was ich nehmen würde. Es ist nicht alles falsch. Es ist aber auch nicht so, dass sie Monster Hunter neu erfunden haben. Zumindest nicht. Sie haben Monster Hunter ein bisschen neu erfunden, aber ich würde mal sagen, das Rad konnte nicht noch runder gemacht werden. 4 Ultimate war schon ziemlich, ziemlich gut. Ja, das Problem, dass man halt endlos draufhüpfen kann, haben sie ein bisschen behoben. Aber ansonsten mit den ganzen Jagdtechniken und da so ein bisschen was verändern und sowas und DPS und Essen anders und so, ist alles so, ach, musste das wirklich sein? Weil das sind halt solche Sachen, die hat man halt, vor allem wenn man lange Monster Hunter gespielt hat, hat man die halt schon so drin und dann, ja, es ist immer ein bisschen blöd, wenn man die halt dann komplett ändert. Aber okay, es ist trotzdem ein cooles Spiel, definitiv. Ich würde vielleicht sagen, dass es vielleicht nicht sein müsste, dass man ab sofort jedes Spiel mit diesen Techniken macht, sondern vielleicht wieder zurückgehen würde auf alte. Das wäre vielleicht eine, weißt du, dass man so ein bisschen, ist ein kleines Spin-off in Anführungszeichen, ist kein Hauptteil und deswegen kann es auch mal verschiedene, einen verschiedenen Ansatz am Monster Hunter haben. Wie gesagt, zeige ich überhaupt nichts dagegen. Mein großes Ding ist es jetzt nicht. Auch wenn es mir sehr Spaß macht, vor allem halt mit dem Wolfsdrachen so Monster komplett zu zerstören, ist aber eine andere Sache. Aber vielleicht wieder zurückzugehen zu den Ursprüngen,
weiß ich nicht, könnte ganz interessant sein. Und, hey, guck mal, die hat meine Rüstung von Dings an. Zumindest meine letzte Rüstung von 4 Ultimate. Aber eine coole Rüstung. Jo. Was kann man aber noch so dazu sagen? Die Story halt, wie gesagt, sehr schwach, weil wenn du bei einer Story nicht merkst, dass du zu einem großen Endkampf kommst, dann hat die Story, glaube ich, alles falsch gemacht. Können wir dann vielleicht so ein bisschen, darauf einigen, dass es so ist? Weil, so, wenn du ganz spontan in die Credits stolperst, dann ist, glaube ich, irgendwie echt was schiefgegangen. Und das ist so, ja, ein bisschen blöd. Glavinus, ganz cooles Monster. Wie gesagt, ist jetzt aber eigentlich auch kein Square Enix. Wieso ist da Square Enix dabei? Was haben die gemacht? Keine Ahnung. Wusste ich gar nicht. Sind die immer dabei? Weil es ist doch Capcom, nicht Square Enix. Überrascht mich jetzt, dass es da steht. Aber okay, vielleicht haben die ja irgendwie was mitgewirkt. Keine Ahnung. Ja, wo war ich gerade dabei? Genau, der Glavinus als Endboss. Man hätte was Mächtigeres nehmen können. Drachenältesten wäre ganz schön gewesen. Ganz neuer Drachenältester oder sowas. Naja, egal. Sie haben es ja ein bisschen aufgebaut mit den Top 4, aber die waren halt alle nicht so heftig, dass man sagen könnte, ja, okay, jetzt kommt der Endboss, jetzt kommt der große Glavinus. Es war halt so, okay, jetzt kommt der nächste für die Dings, für die Queststufe, aber halt nicht, ja, der überkrasse, das überkrasse Vieh. Danke fürs Spielen, danke fürs Machen, so kann man sagen. Wie gesagt, ja, definitiv ein cooles Spiel. Okay. Ist das so die Geschichte, wie sie Theodos zu der Miauster, Miausterin wurde? Keine Ahnung, Miausterdame? Wie auch immer. Schön, schön. Ja, bitte speichern. Und damit haben wir es geschafft. Wie gesagt, damit habe ich grundlegend den Offline-Modus mal fertig. Gibt jetzt natürlich noch Queststufe 6. Dort kommen dann noch ein paar Viecher und danach dann theoretisch ja noch der High Rank dort. Der wird ja aber auch erst mit dem Jägerrang freigeschalten, das heißt, das ist noch kein Problem. Oh, guck mal. Bernerschaft will gleich mit uns reden. Na gut. Oh, da bist du ja, Jäger. Ich wusste, dass mein Vertrauen in dich richtig gewesen ist. Wie kann ich dir nur danken? Die Forscher sind sicher zurückgekehrt. Ich schaudere bei dem Gedanken daran, was alles hätte passieren können, wenn du diesen Glavinus nicht besiegt hättest. Im Namen aller danke ich dir von Herzen. Es überrascht dich sicher nicht, dass deine Leistungen dir nun den Zugriff auf die 6-Sterne-Quest ermöglichen. 6-Sterne-Quests werden dich auf eine Weise herausfordern, die du so noch nicht erlebt oder geträumt hast. Übernimm dich daher nicht. Ruhe dich aus und starte solche Quests nur, wenn du richtig gut vorbereitet bist, Jäger. Bitte nimm dieses kleine Zeichen meiner Wertschätzung an. Entbernerschein. Super, danke. Oh nein, und das will jeder mit mir reden. Oh Gott, nein. Bestimmt in allen Dörfern. Oh Gott, das wird wieder 30 Minuten lang reden sein. Tut mir echt leid, aber es es muss sein. Das ist das Problem, wenn man so viele Dörfer hat. Oh Gott. Ja, noch abschließend. Vielleicht, ich habe viel rumgehatet theoretisch über Jen. Grundlegend ist es natürlich einfach ein sehr tolles Spiel, wo man einfach so ein bisschen wieder ich sage immer, es ist sehr nostalgisch, dieses Spiel. Gerade aus allen drei Zeitaltern so ein bisschen kann man sich da so zusammenfinden. Sogar aus Tri-Theodisch mit der Ödnisinsel, das ist es ja. Und kann da halt so ein bisschen die alten Spiele feiern, so muss man sagen. Und das ist echt eine klasse Sache, finde ich auch sehr toll. Man hätte es besser machen können, wenn man aber wirklich so sagt, dass es einfach bloß ein kleiner Ableger ist, so ein kleines nettes Spielchen für zwischendurch, dann kann man da eigentlich auch drüber hinwegsehen und dann ist es eigentlich eine echt tolle Sache. Es ist so, wie gesagt, es muss kein 4 Ultimate sein, weil es das halt vielleicht auch gar nicht sein will. Und deswegen kann man da eigentlich auch nicht so böse drauf sein, sondern kann einfach die Nostalgie pur genießen, die es hier gibt. Und ich denke, die kommt auch relativ gut rüber. Ich bin zwar die ganze Zeit größtenteils bloß in meinem Heimatdorf so ein bisschen in die Pocke, weil ich damit halt, ich sag mal, so ein bisschen in Monster Hunter reingewachsen bin. Aber ja, es ist einfach eine schöne Sache, so kann man sagen. Das ganze Spiel allgemein. Wie gesagt, es ist auch ein interessanter Punkt, diese ganzen Jagdtechniken zu machen.
Nur, ja, ich müsste sie von nun an jetzt nicht immer in jedem Monster Hunter haben. Weil es halt so ein bisschen den Fokus auf was anderes schiebt. Gibt sonst noch irgendwas? Ja, Cutscenes fällt halt in die gleiche Dings. In die gleiche Liga wie der Rest, wie auch die Story und sowas, dass die halt nicht wirklich schön ausgebaut sind. Das sind halt so das Problem, sage ich mal. Ansonsten ist das Spiel aber eigentlich sehr schön gemacht, auch von der Grafik her richtig, richtig toll gemacht. Da haben sie schön nochmal die 4U-Engine, auf der es ja basiert, schön nochmal rauspoliert. Finde ich eine richtig tolle Sache. Wird vielleicht sogar in Double X noch besser sein, weiß ich jetzt nicht. Weil sie da noch mehr Zeit mit der Engine hatten, da kann man ja jedes Jahr, das mit einer Engine vergeht, kann man ja noch mehr aus ihr rausholen, weil man noch mehr Sachen über sie lernt. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was für Monster noch so kommen. Dann kommt es ja auch bald schon, dann geht es ja bald schon in den Online-Modus. Ging jetzt relativ fix, finde ich. Hier der Offline-Modus, vielleicht ist der auch relativ kurz. Kann halt auch sein. Und ja, das war es eigentlich dann soweit mit meinem Resümee. Ja, nochmal ganz grob zusammengefasst. Nicht das beste Monster Hunter, schön nostalgisch, aber viele Sachen, die mich so ein bisschen stören. Aber ansonsten macht schon sehr viel Spaß.